Eure liebste Drogeriemaus hat wieder ein paar Produkte, vor der sie euch gut und gerne warnen kann, und ein paar wirklich krasse Produkte, die ich euch wärmstens empfehlen möchte. Happy, wann auch immer ihr dieses Video seht, Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Für mich ist heute Dienstag und ihr wisst, was Dienstag ist. Dienstag ist, Maxim läuft durchs ganze Haus und sucht Plastikmüll, denn mittwochs wird Plastikmüll abgeholt. Und da die meisten Kosmetikprodukte und Haushaltsprodukte in Plastik verpackt sind, habe ich ein paar Produkte rausgesucht, die ich in den letzten Wochen und Monaten aufgebraucht habe, über die ich mit euch gerne einmal sprechen möchte, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben, die für mich aus meiner Routine auch nicht mehr wegzudenken sind im Moment, und wirklich ein paar Flops, die vielleicht die ein oder andere Maus von euch ein bisschen wundern wird. Los geht's. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Mir geht's heute richtig, richtig gut. Ich habe nämlich gestern für mich, wir heiraten ja bald, und ich hatte mir einen Anzug bestellt und ich habe, glaube ich, das kleinste Übel gewählt, weil ich bin sehr klein, ich bin 1,76, wenn die Sonne scheint. Ich habe sehr kurze Beinchen, sehr sizilianisches Untergestell, also Beine, und einen recht nordischen Oberkörper. Und es ist nicht so einfach, Anzüge von der Stange zu finden. Und ich habe mir ganz, ganz viele bestellt und hatte dann irgendwie einen gefunden. Und der war auch toll. Der war so dunkelblau mit Weste und Dreiteiler. Aber er war halt dunkelblau und ich sah 1:1 aus, als würde ich zu meiner ersten Kommunion gehen. Ist jetzt nicht unbedingt der Vibe, den ich für meine eigene Hochzeit möchte. Und ich habe die ganze Zeit überlegt und gestern hat es dann Klick gemacht und ich dachte mir, nein, du musst jetzt auch losgehen. Ich bin losgegangen, habe 2 Stunden eine wundervolle Beratung bekommen und habe einen wirklich perfekt sitzenden Anzug gefunden, der nicht blau ist. Freue ich mich sehr, es beruhigt mich sehr. Unsere Ringe können wir diese Woche auch abholen. Also es wird, was auch wird, ist ein Aufgebraucht, denn ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe natürlich noch deutlich mehr, aber ich will nicht, dass das Video hier 20, 30, 40 Minuten geht. Und deswegen würde ich vorschlagen, los geht's. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Und ich habe bestimmt auch unter diesem Video einen Kommentar angepinnt, wo wir so ein bisschen in den Austausch gehen können. Ich finde das eine ganz süße Sache, wenn man einfach unter so einem Kommentar ein bisschen chatten kann. Wir starten hiermit. Und ich weiß, damit werde ich mich bei einigen Leuten sehr unbeliebt machen. Das ist The Pink Stuff. Und ich weiß nicht, also ich glaube, The Pink Stuff ist nur so bekannt geworden durch TikTok. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich eine der schlechtesten Putzmittel, die ich kenne. Der Geruch scheußlich. Die Reinigungskraft nicht existent. Das soll ein Badezimmerreiniger sein. Nee, nee. Der macht nichts sauber. Du musst so doll reiben. Es macht keinen Kalk weg. Es macht keine Verfärbungen weg. Vor allen Dingen, ne, unsere Waschbecken, mein Waschbecken hier unten, sieht immer aus, als hätte ich einen ganzen Douglas da ausgekippt. Ne, durch das ganze Make-up, durch das Abschminken. Der kriegt nichts sauber. Gar nichts. Ich habe ihn jetzt irgendwann leer gemacht. Habe ihn immer mal so zwischendrin benutzt. Mal in der Küche, überall, wo ich mal ein bisschen was sauber machen will. Ich tue mich immer schwer mit Produkten wegwerfen. Außer bei dem einen Produkt, das habe ich jetzt einfach aussortiert. Das werdet ihr sehen. Ich probiere die Produkte wirklich aufzubrauchen, irgendwie Zweck zu entfremden. Aber hier würde ich mir nie wieder kaufen. Ich habe auch noch diesen Bottich-Paste, Pink-Paste. Nee, nur weil es pink ist, gebe ich dafür das Geld nicht mehr aus. Ein Produkt, was ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann, ist das hier. Das ist eine Handseife von L'Occitane, die Savon Liquid. Hände und Körper mit Lavendel. Die riecht ganz leicht nach Lavendel, aber die riecht eher wie eine reiche Sauna in einem Luxus-Spa-Bereich. Ich weiß nicht, wie viel man über eine Handseife schwärmen kann. Na klar, ist L'Occitane, ne? Es ist teuer. Das ist so, ich finde, L'Occitane ist so eine Marke, die verschenkt man mal ganz gerne. Das ist meiner Meinung nach eine der bestriechendsten Seifen ever. Und L'Occitane ist für mich die erschwingliche Marke Aesop. Aesop, teuer, wir sind nicht Beyoncé, kann man sich mal gönnen. Aber wenn, dann würde ich eher die Produkte von L'Occitane benutzen. Die haben eine tolle Qualität. Die Gerüche sind unglaublich schön. Meine Mama ist ein großer Fan davon. Und die stand bei uns im Gästezimmer, deswegen sieht die so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so frisch aus, als wir alles renoviert haben. Und dann haben, das war so süß, wir hatten dann natürlich so viele Handwerker hier und die haben dann auch das Bad benutzt. Und einer kam dann und hat dann gefragt, was das für eine Seife ist und wo man die kriegt, weil sie ihm so gut gefallen hat. Fand ich ganz süß, mochte ich total gerne, stand bei uns im Gästebad, würde ich auch immer wieder nachkaufen. Reden wir mal kurz über etwas, was nicht in Plastik verpackt ist, und das ist Skincare. Ich finde gut, dass viele Skincare-Produkte mittlerweile in Glas verpackt sind. Wobei ich dazu sagen muss, ich mich oft selber erwische, muss ich ehrlich mit euch sein, dass wenn ich dann Produkte aufbrauche,
ich mich immer wieder wirklich daran erinnern muss, sie nicht in den Restmüll zu packen, sondern sie wirklich extra zu sammeln, um dann in den Glascontainer zu gehen. Ja, ganz, ganz wichtig, sind 5 Minuten mehr, die man investieren kann, aber es macht halt wirklich Sinn, nachhaltig auch gesehen. Das ist hier von Farm Loves Face, der Vegan Kollagen und Organic Oat Barrier Toner. Ich hatte ja immer, kennt ihr ja mittlerweile, den von Fenty Beauty, diesen ganz normalen Toner. Das war mein liebster Toner. Der kostet, glaube ich, 25, 26 €. Ist mir einfach zu viel für einen Toner gewesen. Der war sehr, sehr gut. Ich kann den auch immer noch wärmstens empfehlen. Aber jetzt gibt es das hier. Und das ist von Farm Loves Face. Und das Ganze ist noch ein bisschen, also ich finde vom Effekt her 1 zu 1, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Gerade dieses Produkt aus der Reihe, mein absoluter, absoluter Favorit, ist die dritte Flasche jetzt, die ich aufgebraucht habe. Das ist ohne Alkohol, das ist ohne Gluten, das ist ohne Gluten, das ist vegan, das ist parfümfrei, ohne Plastik, ohne Mineralöle. Sehr, sehr gut geeignet für super empfindliche Haut. Das ist eine milchige Textur und ich habe das Gefühl, wenn ich mich abgeschminkt habe, ne, dann spannt manchmal die Haut so ein bisschen. Du nimmst ein bisschen was auf deine Hand heraus, machst es in dein Gesicht und es fühlt sich danach schon so an, als würdest du nichts anderes mehr brauchen. Ne, normalerweise nach so einem Toner hat man ja dann das Gefühl, dass die Haut vielleicht irgendwie noch Pflege braucht und noch ein Feuchtigkeitsserum oder noch dies oder das oder jenes. Habe ich hiernach nicht das Gefühl, benutze ich morgens, mittags, abends, nach jedem Abschminken benutze ich dieses Produkt. Und wenn ich es nicht benutze, merke ich einen Unterschied in meiner Haut, auch in meinem Make-up, weil so ein Toner einfach die Haut nochmal beruhigt. Sie gibt schon mal Feuchtigkeit, sie sorgt dafür, dass die Haut einfach alle Nährstoffe danach durch die ganzen Skincare-Produkte besser aufnehmen kann. Und es beruhigt sehr gut. Also wirklich die größte Empfehlung, die ich euch geben kann von Farm Loves Face, ist dieser Toner. Wollen wir mich kurz ärgern? Ich weiß, da werde ich mich mit Sicherheit bei einigen Mäusen sehr unbeliebt machen. Aber wir kennen alle Olaplex, ne? So, und ich hatte mir irgendwann mal schon eine Weile her, also das ist mindestens 3 Jahre her, weil da habe ich noch nicht hier gewohnt, da habe ich das gekauft. Olaplex habe ich einmal Nummer 3, 4 und 5. Teuer und ich habe bei mir keinen Unterschied festgestellt. Aber ich muss auch dazu sagen, dass meine Haare einfach zu kurz sind, zu oft geschnitten werden. Und wenn nicht sogar, habe ich das Gefühl gehabt, dass meine Haare es irgendwie nicht so gut aufgenommen haben. Weil du dann angeblich musst du super aufpassen, was du für Produkte danach oder davor benutzt oder mit was du das stylst, weil das dann mit Olaplex irgendwie komisch interferieren kann, habe ich mal gehört. Und meine Haare sind wirklich sind seltener als seltene Erden. Ich muss alles tun, dass es ihnen gut geht. Und dann kann ich keine Experimente machen. Und nach 3 Jahren habe ich sie jetzt auch einfach aussortiert. Es ist zur Hälfte noch drin. Man merkt aber auch, dass es nicht mehr so frisch ist. Ich meine, das Shampoo ist mittlerweile komplett flüssig. Das war ja sonst eher so eine gelige Textur. Ist auch nur 12 Monate haltbar, ne? Also please don't come for me. Die sind jetzt einfach durch. Und ich habe auch keine Zeit, da eine Stunde lang meine 3 Flusen auf dem Kopf zu waschen. Außer das Haaröl. Das gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Für meine Haushaltsmäuse. Eine große Empfehlung von Denkmit, das ist der Hygienespüler, beseitigt 99,9% der Bakterien, Pilze und Viren. Gegen schlechte Gerüche, ideal auch für Sporttextilien. Und genau dafür habe ich es gekauft. Ich mache ja EMS-Training. Also das ist dieses Training, wo du wirklich fast wie so eine Ganzkörperleggings anziehst. Die wird nass gemacht. Und dann wirst du in eine Weste und in eine Hose eingespannt, wo Strom durchläuft. Und dann machst du dein Training in Kombination mit Stromimpulsen in die Muskulatur. Das ist sehr effektiv, das ist sehr, sehr gut, aber also diese Sportkleidung, wenn Schweiß und Feuchtigkeit und Strom und alles zusammenkommt, es stinkt bestialisch, dieses Zeug. Nicht mehr unbedingt nach Schweiß, sondern einfach nach, als hättet ihr die Wäsche 3 Tage lang in der Waschmaschine nass vergessen. So riecht die Kleidung. Ne? Diesen Anzug haben natürlich auch viele Leute an, es riecht einfach nicht gut und du kriegst den Geruch auch so nicht raus. Und was ich mache ist, ich habe ja so ein Waschküchenwaschbecken hier unten. Ich mache dann Stöpsel rein, ich lege das da rein, mache ein bisschen was hier rein, warmes Wasser und lasse das schon mal 2 Stunden einwirken. Das killt irgendwie schon alle Bakterien da irgendwie mit raus. Und dann stelle ich die dunkle Waschmaschine an, pack das da mit rein mit den Handtüchern 60 Grad und dann ist es durch. Dann riecht es einfach nicht mehr. Es ist ein Desinfektionsmittel für die Wäsche, deswegen mache ich das nicht unbedingt mit allen Textilien, die ich habe, weil natürlich viele Textilien sehr empfindlich sind. Vor allem mit Naturfasern bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Bei synthetischen Fasern kannst du fast anzünden und es passiert nichts. Aber große, große Empfehlung. Gerade wenn ihr vielleicht auch Allergikerin seid oder für Bettwäsche nehme ich das auch sehr gerne. Alles, was ich so auf 60 Grad wasche, Handtücher, Bettwäsche, Socken, weiße Socken,
Sportunterwäsche, alles das sehr, 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 sehr gut. Und jetzt müssen wir über Augenpatches reden. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich ein großer Freund von Augenpatches bin, die in so Glastiegeln kommen, wo man nicht jedes Mal ein einzelnes Päckchen auspacken muss. Aber ich habe drei Augenpatches, die ich immer wieder nachkaufen würde, wenn ich nicht genug hätte. Und zwar starten wir einmal mit den klassischen, die kennt ihr schon, Annemarie Berlin Anti-Aging-Augenpatches mit Goldeffekt von Novalana Love. Die sorgen so ein bisschen dafür, dass die Augen ja nicht unbedingt abschwellen, aber die Haut wird einfach sehr, sehr gut durchfeuchtet. Es hinterlässt so einen leichten goldenen Glitzer auf der Haut und die Augenpartie sieht sehr gut aufgehellt aus. Sind sehr teuer, aber nichts im Vergleich zu den nächsten. Das sind so Augenpatches, die ich an wirklich besonderen Anlässen tragen würde. Meine Hochzeit, Taufe, irgendwas, wo ich ein Event, wo ich mich wirklich hübsch, hübsch, hübsch fühlen möchte und so ein. Ah, oh Mensch, du siehst aus, als hättest du wirklich die letzten 4 Wochen geschlafen. Dafür 10 von 10, 5 Stück, 24 Euro. Wir gehen noch mal kurz zu dem günstigeren Produkt. Diese hier von Garnier, die Cryo Jelly Pads, habe ich per Zufall in München gekauft, weil ich aussah wie schlecht geschlafen, lange im Flugzeug, wenig getrunken, viel Fast Food und dann diese Augenpatches und ich musste zu einem Event. Das sind die Cryo Jelly Pads, die sollen einen Kühleffekt von bis zu minus 7 Grad haben. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt bemessen haben, aber ist mir auch völlig egal. Die sind grandios. Die kühlen wirklich. Die spenden so viel Feuchtigkeit, die verrutschen nicht. Das sind nämlich Fließaugenpatches und die sind einfach schön unter Make-up. Also wenn ihr wirklich mal so einen Tag habt, wo ihr sagt, oh, meine Augen sind so geschwollen, das muss ein bisschen gekühlt werden, vielleicht wart ihr auch lange draußen in der Sonne und habt einen Sonnenbrand bekommen oder so, einfach rauf. Sehr, 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 sehr gut. Und jetzt das hier. Bitte. Bitte, bitte, bitte lyncht mich nicht dafür. Aber ich habe mich influenzen lassen von all unseren super Luxury Beauty Influencer Girlies. Shiseido. Ich habe mich immer gefragt, wenn die Mädels diese riesen, riesengroßen Augenpatches hatten, also die komplett die ganze Wange bedeckt haben, was das ist. Hab gegoogelt, hab's gefunden und ich habe mich geärgert, dass ich es gefunden habe, weil jetzt verliere ich ziemlich viel Geld. Das sind die Shiseido Vital Perfection Uplifting and Firming Express Eye Masks. Ich habe noch nie so große Augenpatches gesehen. Die sind so groß, die gehen wirklich von hier über die Nase, über. Also eigentlich sind es Gesichtsmasken. Also für diesen Bereich und dann natürlich auch für den anderen, außer die Stirn. Die sind auch in dem Vlies, die sind in einem milchigen Konzentrat und dieses Konzentrat, keine Ahnung, was da drin ist. Retinol ist mit drin, das weiß ich. Aber die sorgen dafür, dass die Haut danach aussieht wie Glass Skin. Durch dieses Retinol, ne, so kleine Fältchen werden kaschiert, die Poren werden ein bisschen minimiert, die Haut wird strahlend. Ich mache das meistens abends als allerletzten Skincare-Schritt, bevor ich Öle benutze. Lasse sie dann eine halbe Stunde drauf. Die werden irgendwie auch nicht trocken, weil die so voll sind. So voll sind mit Serum. Und am nächsten Tag ist einfach alles richtig schön strahlend. Ist unglaublich, aber ich traue mich nicht zu sagen, was sie kosten. Ich habe sie auch nur gekauft, weil ich einen 10-Euro-Gutschein hatte und dann waren die nochmal reduziert bei Douglas. Ich glaube, die kosten 100 Euro. Aber da sind auch 15, glaube ich, drin. Was absolut, absolut durchgeknallt ist. 15 Euro für ein paar Augenpatches. Es tut mir ein bisschen weh zu sagen, die sind gut, aber die sind leider wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt, glaube ich, schon viermal die benutzt. Ich probiere die einmal die Woche am Sonntag zu meinem Skincare Sunday zu machen, bis zur Hochzeit. Und ich merke einen Unterschied schon. Also auch am nächsten Tag vor allen Dingen wirkt das alles sehr, sehr gut. Ich würde es nicht vor dem Make-up machen, sondern wirklich eher abends so als Runterkommen-Produkt. Aber eine Empfehlung, keine Empfehlung, ist das hier von Rode. Hailey Bieber hat ja ihre Peptide Glazing Fluid Geschichte rausgebracht. Die Lippenprodukte, gut. Sie hat aber auch Skincare rausgebracht, unter anderem das Dewy Hydration Layer. Das ist, ja, Quatsch. Das ist eine Creme, die wird ein bisschen glowy auf der Haut. Feuchtigkeit, mehr nicht. Würde ich mir nicht mehr kaufen. Es ist einfach, es ist wie so eine Watercream. Da würde ich eher die von Laneige bevorzugen. Da ist nämlich einfach noch ein bisschen mehr drin. Peptide sind gut, Peptide sind auch teuer. Aber, also ganz ehrlich, für, ich weiß nicht, was sie jetzt gerade kostet. 30 Euro vielleicht. Die ist verpackt wie Sabrina Rudnick. Billigstes, billigstes Plastik. Es fühlt sich nicht mal schwer an. KKW Beauty. Wir können halten, was wir wollen von ihr, von ihrer Skincare-Marke. Aber die Produkte fühlen sich wenigstens hochwertig an. Die kosten Schweinegeld, aber die fühlen sich auch hochwertig an. Formulierung? Nee. Aber Verpackung? 10 von 10. Das ist einfach wirklich billig. Billigstes vom billigsten Verpackungsmaterial. Es
Macht mich richtig wütend, dass ich dafür so viel Geld ausgegeben habe. Ne? Was ich immer wieder aufbrauche und auch recht schnell sogar, ist von The Ordinary. Das ist dieses pinke Serum. Das Soothing Barrier Support Serum. Das ist ein Produkt, das benutze ich abends meistens, vor allen Dingen am Montag, nachdem ich Sonntag wirklich so ein Retinol und Peeling und alles da gemacht habe. Heute ist Dienstag. Man sieht noch diesen Glow auf meiner Haut. Das beruhigt einfach die Haut sehr, sehr gut. Ne? Das sorgt dafür, dass die Hautschutzbarriere wieder so ein bisschen unterstützt wird, wieder aufgebaut wird. Ne? Durch diese ganzen aggressiven Reinigungsprodukte, durch viele Produkte, die so ein bisschen die Haut strippen, sagt man ja, also so blank ziehen, nimmt natürlich auch den Säureschutzmantel und die Hautschutzbarriere dadurch weg. Und das ist schwierig, wenn wir dann einfach alles weitermachen, weil vieles dann einfach in die Haut eindringen kann, was da nicht unbedingt rein gehört. Dafür mag ich das immer sehr, sehr gerne. Es ist auch nicht so teuer. Kann ich euch wirklich empfehlen. Das ist aus dieser pinken Reihe. Da seht ihr, das sieht natürlich auch einfach super, super cool aus. Ne? Sieht so ein bisschen aus wie Drachen oder Einhorn. Tränen. Und von No Cosmetics, weiß gar nicht, wo ich das her hatte. Hatte ich mir das gekauft? Das ist das 4D-Hyaluron-Serum. 4D-Hyaluron-Komplex und Ectoin. Hat mir gut gefallen. Ich mag No Cosmetics ganz gerne. Ist eine sehr solide Marke für mich geworden in der Drogerie. Ist ein bisschen wenig drin. 20 Milliliter für ein Hyaluronsäure-Serum. Ich glaube, das lag bei 10 oder 14 €. Ist teuer. Finde ich ein bisschen zu teuer für ein Hyaluronsäure-Serum, weil Hyaluronsäure mittlerweile einer der wirklich günstigsten oder am günstigsten zu produzierenden Inhaltsstoffe ist. Ne? Ja, jetzt sind da vielleicht vier verschiedene mit drin. Gut, Ectoin ist auch ein bisschen teurer, aber es ist gut. Ich will nicht, ich will, ja, ich rechtfertige es dann immer so ein bisschen. Ne? Will ich gar nicht. Es ist ein gutes Produkt, was ich mir nachkaufen würde, wenn ich nicht noch so viele andere Serien hier hätte. Ich bin im Moment wirklich dabei, massiv hier auszusortieren und einfach ganz viele Produkte loszuwerden. Wir gehen noch einmal zu einem Non-Beauty-Artikel, zu einem Food-Artikel. Das ist Hydrate. Das wurde zur Ramadan-Zeit von Rossmann ganz gut beworben und ich fand das eine gute Sache. Das ist ein Kohlenhydrat-Elektrolytpuder zur Herstellung eines Erfrischungsgetränkes. Ist so ein Produkt, was man nimmt, wenn man viel geschwitzt hat, wenn man wenig getrunken hat, einfach so ein bisschen den Elektrolythaushalt wieder aufzufüllen. Ich würde das, also es hat 36 Kalorien pro 400 Milliliter. Für mich ist es trotzdem Softdrink. Alles, was nicht Wasser ist, ist für mich ein Softdrink. Aber ihr habt ja auch so ein paar Vitamine und Spurenelemente mit drin, ne? Natrium, Magnesium, Zink, Vitamin C, Vitamin B12, Pantothensäure, Vitamin B5. Also das kann man so mal als Kur benutzen. Vielleicht gerade, falls ihr einen Ramadan gemacht habt und abends einfach nochmal so ein bisschen auffüllen wollt, eine gute Sache. Oder wenn ihr viel Sport macht, wenn ihr viel getanzt habt, wenn ihr viel gefeiert habt, am nächsten Tag einfach so ein Ding. Oder vielleicht am besten sogar noch abends trinken, um alles wieder aufzufüllen. Und dann hat mir das gut getan. Es ist so komisch. Ich glaube, es gibt ein Wort dafür, wenn man nicht durstig ist. Mir fällt es gerade nicht ein. Aber Hydrate kostet, glaube ich, 5 €. Ist ganz schön teuer. Aber würde ich mir wieder nachkaufen, wenn ich weiß, dass ich, was nicht passiert, dass ich viel schwitzen werde oder wenig getrunken habe. Und zu guter Letzt noch eine Empfehlung von Typology, die ich hier gerne mit reinnehmen wollen würde. Ich habe gerade keinen Code oder keine Aktion dafür, aber seht ihr mit Sicherheit bald. Das ist das Gel-Dusch-Acid. Das ist ein Glykolsäure-Duschgel mit Teebaumöl. Und gerade wenn ihr so zu einer sehr gereizten Haut am Körper neigt. Ne? Ich habe ja auch hier meine roten Stellen an der Haut. Ich habe hier so diese kleinen Kapillaren, diese verstopften Poren an den Oberarmen. Das peelt leicht, das ist sehr, sehr angenehm, es riecht toll und das hält lange. Ich habe das angefangen in Paris, glaube ich, im Oktober. Benutze ich alle 2, 3 Tage vielleicht. Ganz, ganz tolles Produkt. Typology ist mittlerweile für mich eine Marke. Auch Typology ist so eine, einfach die gute Schwester, die gute Fee von Aesop. Einfach eine Vielzahl an Produkten. Also da könnt ihr auch immer gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, ich habe bald wieder eine Aktion mit Typology. Das weiß ich jetzt aber noch nicht. Ihr süßen Mäuse, schreibt mir unbedingt, was ihr in den letzten Wochen aufgebraucht habt. Ich bin sehr gespannt und denkt an den Kommentar unten. Und vielleicht gibt es auch noch die kleine eine oder andere Überraschung demnächst für euch. Bis zum nächsten Mal.